Wir schauen nach Palma de Mallorca, von dort zugeschaltet Mario Krizek. Mario, ab Dienstag also gilt Mallorca, gilt ganz Spanien als Hochinzidenzgebiet. Ich könnte mir vorstellen, das drückt ordentlich auf die Stimmung. Was macht das mit den Reisenden? Ja, also die Stimmung hier ist, wie ich mich gerade noch mal erkundigt habe, bei einigen Leuten okay. Es ist gedämpft. Man kann natürlich nicht mehr, einerseits liegt es, weil man natürlich Party nicht mehr machen kann wie vorher, weil jetzt eben striktere Regeln gekommen sind, aber auch natürlich hauptsächlich durch die Reisewarnung. Diejenigen, die geimpft sind, haben ja kein Problem, aber es gibt halt dennoch immer noch eine große Anzahl von Ungeimpften und die haben halt jetzt erhebliche Probleme mit der Rückreise nach Deutschland. Das eine ist natürlich, was bedeutet das für die Reisenden? Aber es gibt ja auch ganz viele auf Mallorca, die davon leben, vom Tourismus. Was sagen Sie denn jetzt? Ja, der Gastronomiebetrieb und der Hotelbetrieb hat hier einen Einbruch, also Hotelbetrieb von 30% erstmal gehabt nach der Meldung. Und die Gastronomie ist natürlich auch überhaupt nicht glücklich darüber, dass, weil das ist dann genauso ein Einbruch um 20-30%. Und die schon sehr gebeutelte deutsche, sage ich schon, die sehr gebeutelte mallorquinische Tourismuswirtschaft ist schon fast am Boden gewesen, konnte sich jetzt gerade wieder ein bisschen aufrappeln und kriegt halt jetzt den nächsten Schlag ins Gesicht und muss den verdauen. Es werden viele für immer zumachen müssen. Einige werden es irgendwie schaffen, aber die Situation sieht alles andere als rosig aus. Wie ist es denn so weit überhaupt gekommen? Denn ganz lange waren die Zahlen auf Mallorca ja wirklich sehr, sehr gut, sehr, sehr niedrig. Tja, als sie noch sehr niedrig waren, hatten wir noch Ausgangssperre hier. Also es gab, man durfte von 22 Uhr bis 6 Uhr überhaupt nicht raus. Und da haben sich auch 98% der Leute dran gehalten. Das war, glaube ich, der wichtigste Grund, weswegen sich überhaupt nichts, weswegen die Zahlen niedrig geblieben sind. Das waren auch noch, die Saison hatte auch noch nicht angefangen. Dann auf einmal, als hier alle Restriktionen wegfielen und genau die Saison auch anfing, kam natürlich massenhaft Urlauber hier wieder an die Playa de Palma. Also fast wie eigentlich vor Corona ist es hier voll, es sind Staus. Es ist die Lufthansa hat zum ersten Mal in ihrer Geschichte eine Boeing 747 eingesetzt, wo 400-500 Leute Personen Platz haben, diese großen Transatlantikflieger, um überhaupt den Massen Herr zu werden, die hierher kommen wollen. Und das hat dann innerhalb von einer Woche auch wieder zu sehr sprunghaften Anstieg der Zahlen geführt. Also das ist dann einfach wieder explodiert. Das war dann einfach das, weil viele Jugendliche nachts wieder gefeiert haben. Es waren Tausende hier an der Playa de Palma und so hat sich das Ganze wieder von, ich glaube, wir waren bei 20 auf 350 katapultiert. Ganz kurz noch, Mario. Das heißt, damit ist es jetzt wahrscheinlich dann aber vorbei. Welche Maßnahmen werden jetzt eingesetzt? Die Maßnahmen, die jetzt in Kraft treten, sind, wer nachts noch feiert. Also man kann es ja hier sehen im Hintergrund, es ist alles friedlich. Ich höre hier auch keine Leute, Gruppen, die jetzt irgendwie zusammenstehen und mit lauter Musik feiern, so wie das früher waren. Das geht hier sehr ruhig momentan zu. Es gibt wohl kleinere Grüppchen, die dürfen auch zusammen sein, wenn die aus dem gleichen Haushalt sind und oder gemeinsam angereist sind. Ansonsten ist die Restriktion vor allem dann, wenn es normalerweise hier richtig losgeht, nämlich nach Sonnenuntergang, dann füllt sich hier nochmal der ganze Strand und die ganze Strandmeile mit Tausenden von Feiernden. Und die Polizei versucht, dem Herr zu werden, mit Einschreiten, mit Verstärkung vom Festland, mit Strafen ab 1.000 Euro, wenn zwischen 1 und 6 Uhr noch irgendwie gefeiert wird, weil denn zu dieser Zeit gilt eine Ausgangssperre, in der sich keine Gruppen mehr treffen dürfen und feiern dürfen. Man kann weiterhin als Einzelperson sich noch bewegen, aber es darf einfach nicht mehr gefeiert werden. Schicht im Schacht, die Lokale müssen zumachen, aber dennoch halten sich viele nicht dran. Und deswegen Strafen zwischen 1.000 und 5.000 Euro sind jetzt angesagt für diejenigen, die sich nicht dran halten hier. Und damit hofft die Regierung, dieser Flut von Feierern Einhalt zu gebieten. Damit die Zahlen wieder runtergehen. Mario, danke schön nach Mallorca.